Panther, der IBO International Titel, der den Sieger dieses Gefechts oben in den Ranglisten platzieren wird bei einem der fünf renommierten Weltverbände. El Gamaoui, der Favorit in den schwarzen Hosen, sein Kontrahent aus Südafrika in türkisen Shorts. Extrem schwer einzuschätzen. Total unbeschriebenes Blatt, geboren in Kapstadt, ungeschlagen, aber nur in seiner Heimat gekämpft. Und El Gamaoui natürlich jedem eine Größe, der das deutsche Boxen in den niedrigeren Gewichtsklassen verfolgt. Guter Techniker, der auch eine gewisse Härte hat. Dafür bekannt ist, sich den Gegner auch zurechtzulegen. Die erste Runde, die zweite Runde meistens zu nutzen, um Fehler zu sehen. Und sich dann seinen Weg zu bahnen. Solide Führhand zum Körper von Ceylan, der hier aber schon 2-3 einstecken muss. El Gamaoui sieht da gnadenlos schon die eine oder andere Lücke in der Defensive des Mannes aus Südafrika. Ah, gute Rechte davon. Ceylan, der hier sehr viel mit einzelnen Schlägen arbeitet. Das ist an sich jetzt nicht die edelste Taktik, aber da er sehr viel variiert, noch nicht so leicht auszurechnen. Auch etwas mehr Reichweite, wie wir sehen. Etwas größer als El Gamaoui, der sich ordentlich hier bewegt. Mal schaut, was so passiert. Schöner Körpertreffer vom Lokalmatador. Das kann aber hier noch als Abtasten bewertet werden, die erste Runde. Der Feel-Out-Process, wie die Amerikaner sagen, zwischen diesen beiden Top-Athleten in dieser renommierten Gewichtsklasse, dem Weltergewicht. Geht's hier in Weilheim zur Sache. 45 Sekunden noch auf der Ringuhr. Ja, das sind wilde Attacken von Ceylan. Das kostet natürlich Kraft, wenn man da so in die Luft schlägt. Wie hier jetzt mit dem Aufwärtshaken. Gut geblockt dann auch. Aber jetzt ist El Gamaoui am Boden, aber das war ein Ausrutscher. Sah kurz so aus, als wäre das ein Treffer gewesen. Freue mich da schon auf die Zeitlupe, falls wir da eine kriegen in der Rundenpause. Ganz schwierig zu sehen in der Einstellung, ob da nicht noch eine kleine Schlagwirkung dabei war. Und das ändert natürlich den kompletten Rundenausgang, weil so würde ich die Runde El Gamaoui geben, 10-9, aber wenn das als Niederschlag gewertet werden würde, wäre das eine 10-8 Runde. Das ist aber nicht der Fall, sodass El Gamaoui wohl vorne liegen sollte nach der ersten Runde, weil er einfach mehr Aktionen hatte. Und der Mann hier, Ceylan, der wartet auf seine Momente und das macht er gar nicht so schlecht. Dann nur am Nicken gewesen, waren wohl eindrucksvolle Hinweise des Trainers. Der ist ja so wichtig im Boxen, der Coach, der da in so einer Hochdrucksituation nochmal eindringen kann zu seinem Boxer. Aber klar ist, Ceylan, der wird das versuchen, hier über den Knockout zu beenden. Der setzt viele einzelne Schläge und scheint auch eine gewisse Kraft mitzubringen. Dafür sind afrikanische Boxer auch bekannt, dass sie eine gute Schlagkraft haben. Das Amateurboxen im Vergleich zu Deutschland auch viel, viel härter in Sachen Knockouts. Geht es einfach deutlich brachialer zur Sache. Dafür bleibt die Technik oft eher auf der Strecke, im Verhältnis natürlich.
Und so ähnlich spielt sich das auch hier ab. Elgar Maui sicher hier technisch besser bisher. Aber Ceylan durchaus mit seinen Momenten, mit diesen einzelnen stark geschlagenen Händen. Halle auch verhältnismäßig ruhig, weil die merkt, das ist hier absolut kein Selbstläufer. Er will seinen Gegner Step by Step zerstören. Das war eine Aussage von Elgar Maui. Runde 2 bisher ausgeglichen. Was er gut macht, er bleibt im Vorwärtsgang, versucht den Kampf an sich zu reißen. Aber bisher macht das Ceylan auch ganz gut, der mit seinen längeren Armen natürlich auch im Rückwärtsgang ordentlich boxen kann. Jetzt hat Elgar Maui mal hier in der Ecke. Da sollte Ceylan sich nicht zu lange aufhalten. Geht jetzt ordentlich weg. Ceylan schüttelt da den Kopf. Waren jetzt auch keine harten Treffer dabei. Elgar Maui wirkt immer dann am besten, wenn er es schafft, den Afrikaner zu kontern. Oder wenn er Kopfkörper variieren kann. Quasi oben, unten. Antesten kann. Das waren seine Momente in dieser Runde, die wieder ausgeglichen war. Vielleicht mit minimalen Vorteilen für den Local Hero. Könnte auf den Punktzetteln gereicht haben für Elgar Maui. Insgesamt macht Ceylan das ganz gut, weil er aus dem Rückwärtsgang wirklich den einen oder anderen Akzent setzt. Was ihm helfen würde, wären auf jeden Fall mehr Kombinationen, anstatt nur diese einzelnen Hände zu bringen. Das wird ihm sein Trainer sicher auch einflüstern. Und Elgar Maui ist schon ordentlich am Pumpen. Wird sich sicher noch steigern. Muss eigentlich nur so weitermachen. Viel zum Kopf und zum Körper variieren, Konter ansetzen und natürlich auch defensiv hellwach bleiben. Auf diese wilden Schwinger wie hier, weil die haben schon Wumms und die kommen relativ unorthodox. Aber hier, schön gesetzt die Führhand im richtigen Moment, weil Ceylan ist da immer mal wieder sperrangelweit offen. Auch hier jetzt wieder gut von Elgar Maui, immer wieder gut. Jetzt bestraft er die Fehler, fängt an, da diese defensiven Lücken des Afrikaners zu nutzen, läuft jetzt aber auch selber in einen linken Haken voll rein. Aber das war genau das, was er braucht, weil das ist defensiv bisher nicht oberste Güteklasse von Ceylan. Und das kann ein Mann vom Kaliber Elgar Maui ausnutzen. Gleichzeitig gilt es hier aus deutscher Sicht nicht übermütig zu werden, weil auch im Weltergewicht kann jeder Schlag den Kampf drehen. Da tänzelt jetzt schön da Elgar Maui, fängt die Schläge ab, das kostet nur Kraft für Ceylan. Auch hier der Aufwärtshaken voll in die Luft.
Ja, und dieses Lächeln, das ist oft so ein bisschen ein Zeichen. Ich habe es schon gespürt. Also Elgar Mauri reißt den Kampf jetzt Schritt für Schritt an sich. Hat sich ja am The Ring Boxing Club vorbereitet. Mit vielen Bundesliga-Boxern, die bei 1860 auch damals in der Staffel geboxt haben. Auch Bartek Rzygbala war da. Starker Boxer aus Polen. Also das Sparring lief sehr, sehr gut. Er ist ready für diesen Kampf. Da wären aber immer schon wieder Momente für Ceylan, auch in die Attacken von Elgar Mauri reinzuboxen, vor allem mit seinen längeren Armen. Aber da fehlt einfach das Tempo beim afrikanischen Akteur. Tiefschlag jetzt, da muss er aufpassen, letzten Sekunden der dritten Runde, die deutlichste für mich. Für Elgar Mauri, der hier die meisten Treffer gesetzt hat. Diese Runde wirklich deutlich bestimmt hat, anders als die anderen. Und sich jetzt auch selber ein bisschen aufpumpt. Merkt auch, das Pendel schwingt in seine Richtung. Wir gehen rein in die vierte Runde. Mittlerweile gute Vorteile für den Mann aus Deutschland, Adel Elgar Mauri in den schwarzen Hosen, der hier technisch sein Können zeigt, gut kontert, seine Angriffe gezielt vorbereitet und einfach weiter strukturiert so bleiben muss, seinen Gegner zurückdrängend. Und dann schön mit der rechten über die linke, weil die fällt von Ceylan, das ist gefährlich, was der Afrikaner da macht. Auf fremdem Territorium muss vor allem die Defensive natürlich stimmen und die ist einfach nicht gut beim Mann aus Kapstadt. Nicht gut genug. Kommt aber jetzt selber mit einem schönen linken Haken. Aber da wieder schön die rechte direkt rein. Absoluter Volltreffer. Und nochmal die rechte. Jetzt nimmt sich Elgar Mauri eine kurze Atempause. Lauert auf seine Momente. Wie ein Wolf auf der Jagd. Legt er sich seine Beute zurecht. Und er hat das Tempo in den Fäusten. Das ist hier auf jeden Fall sein Key to Victory. Trifft jetzt gut zum Körper. Nur mit dem linken Haken. Da wird er immer mal wieder dann in den Offensiv Bewegung erwischt. Das ist so ein bisschen die Achillesferse von Elgar Mauri. Genannt Adel. Ob er zum boxerischen Hochadel aufsteigt, das steht natürlich noch in den Sternen. Ein Sieg heute, dann sollte er an den Top 50 der Welt kratzen. Dann wird die Luft natürlich immer dünner, aber gerade dieser IBO-Titel natürlich renommiert, da müsste er sofort in den Top 15, vielleicht sogar Top 10 der IBO.
platziert sein. Und das sind dann noch zwei Kämpfe maximal bis zum WM-Kampf, aber natürlich auch gegen sehr starke Gegner. Nächster Tiefschlag zurecht, Monier, 20 Sekunden noch, wieder gute Runde für den Lokalmatador. Ohne dass er hier jetzt komplett dominiert, aber er hat einfach die klaren Treffer, er hat mehr Aktionen. Und sollte auch diese Runde verdient eintragen können auf seiner Seite. Also könnte gut und gerne 4:0 schon stehen in Runden für Runde 5-4 im IBO-Kracher, der bisher noch kein richtiger Kracher ist, weil zu wenig kommt von Wassim Ceylan. Vielleicht hat er das auch gehört, legt jetzt hier wild los, aber das ist alles zu unvorbereitet. Das sind Attacken, die kann Adel eigentlich locker abfangen, es sei denn, er geht das jetzt mal eine Minute durch das Tempo, aber das wäre dann auch extrem kräftezehrend. Aber sicher hat sein Trainer ihm gesagt, er muss jetzt hier aufs Gaspedal treten. Er lässt Adel zu viel Raum. Der kann das Gefecht hier oder konnte das Gefecht hier in den ersten vier Runden mehr oder weniger nach Belieben bestimmen. Das ist besser jetzt vom Südafrikaner, weil er auch mal Kombinationen schlägt, weil er Adel auch mal unter Druck setzt, der jetzt aber wieder gut kommt mit dieser rechten über die Führhand drüber geschlagen. Da ist Ceylan einfach zu anfällig und das gilt auch weiterhin. Wieder stabile Treffer vom Lokalmatador. Jetzt solide Führhand von Ceylan. Gamaoui bringt ja auch wirklich K.O.-Power mit. 9 Knockouts bei seinen 12 Siegen mit dabei, aber Ceylan wirkt hier noch nicht ansatzweise gezeichnet von den Rechten, die schon ihren Weg in sein Gesicht gefunden haben. Bleibt weiter keine leichte Prüfung und das ist vielleicht bisher die beste Runde von Ceylan im kompletten Gefecht, auch wenn er jetzt zum Rundenende abbaut. Das ist natürlich auch brutal anstrengend, diese Schlagsalven da zu Beginn rauszufeuern. Maui könnte jetzt noch mal Gas geben und sich die Runde auch noch sichern. Aber das war wieder schön von Ceylan, der jetzt Southpaw boxt. Als schöner linker Haken noch mal von Adel, aber Ceylan zeigt überhaupt keine Wirkung. Nochmal gute Aktion hinten raus, aber die Runde würde ich trotzdem dem Boxer aus Kapstadt geben, weil er hier einfach mehr gemacht hat.
wirkt noch sehr, sehr fit, der Mann aus Afrika. Geht mit einem deutlichen Rückstand in meinen Augen hier in die zweite Kampfhälfte. Wir schauen mal, ob er weiter was drauflegen kann. Hier in Weilheim, Boxprominenz natürlich auch am Ring. Im Hintergrund Tim Yilmaz zu sehen, Inhaber des Mariposa Boxing Clubs aus München. Schäfer Isufi auch im Publikum, ehemaliger WM-Herausforderer von Billy Joe Saunders. Noch Akron Kotisi, Cheftrainer des größten Boxstudios in Unterschleißheim. Fight Power Academy. Auch er hier und er sieht diesen schönen Treffer von Adel. Diese rechte über die linke, die könnte ihm hier noch den vorzeitigen Sieg sichern, weil das sind wirklich klare, harte Treffer. Aber Ceylan beweist hier bisher gute Nehmerfähigkeiten, wirkt top austrainiert, der Afrikaner. Für den ist das natürlich die Chance seines Lebens. Und diese ganzen Kräfte, diese Familie, die vielleicht auch in der Heimat auf ihn wartet, der den Sieg versprochen hat, das gibt natürlich auch nochmal Kraft, hier weiter nach vorne zu gehen. Aber er muss seine Angriffe besser vorbereiten und besser strukturieren, sonst hat er hier keine Chance, weil die klaren Treffer sind wieder bei El Gamaoui. Und so nach Punkten ist natürlich ein Auswärtsspiel auch extrem schwierig zu gewinnen. Es gibt im Boxen schon den leichten Heimbonus. Und Adel hat ja auch bisher den Kampf hier eher für sich entschieden. Auch wenn Ceylan jetzt in der letzten und auch in dieser Runde besser reinkommt, weil er viel, viel mehr schlägt. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung für ihn. Guter Körpertreffer jetzt vom Afrikaner. Tänzelt da gut weg. El Gamaoui. Aber nimmt sich in den letzten zwei Runden eher eine Auszeit. Mundschutz jetzt da rausgefallen. Versucht ihn da noch mit der Hand drin zu halten. Kann schon mal passieren. Letzten Sekunden. In dieser sehr, sehr ausgeglichenen Runde, auch die könnte man Ceylan geben, weil er viel gemacht hat. Ist aber viel, viel möglich hier auf dem Punktzettel. Ich bin natürlich auch kein Punktrichter. Gute Schlussoffensive jetzt nochmal vom Lokalmatador. Könnte ihm auch die Runde noch gesichert haben. Also insgesamt sehe ich schon einen klaren Vorteil für El Gamaoui. Runde 7. Here we go. Kann Wasim Ceylan hier nochmal seine Geister erwecken und seine tiefsten inneren Kräfte ausschöpfen, um hier die große Überraschung zu schaffen. Er braucht jetzt hier mehr oder weniger einen Knockout, aber trifft auch immer wieder mal gut. Also das ist jetzt nicht hier so, dass das völlig 0,0 in der Luft liegen würde. Er greift auch brachial an, ist da defensiv auch offen, aber im Moment kann Adel das nicht ausnutzen, ist jetzt selber da in der Ecke, prügelt sich raus,
darf sich in meinen Augen nicht auf diese Härteschlacht einlassen, der Mann aus Deutschland. Er ist technisch viel, viel versierter und muss seiner Linie treu bleiben. Gute Schlagserie vom Mann in den schwarzen Hosen. Kann er nachsetzen? Fragezeichen. Hat ja eins mit dem Kickboxen begonnen. El Gamaoui, 10 professionelle Kickboxkämpfe auch gehabt. Dann eine sehr kurze Box-Amateurkarriere mit 7 Fights im olympischen Boxen und dann die Profikarriere gestartet. Ungeschlagen in 12 Kämpfen, alle gewonnen. Aber das ist schon einer der schwersten Gegner in seiner Profikarriere bisher hier. Der afrikanische Stier. Der aber jetzt irgendwie ein bisschen ratlos wirkt in den letzten 60, 70 Sekunden. Kommt quasi nichts mehr Zählbares von Schelan. Ah, super Treffer jetzt. Vom Mann aus München, wieder gut mit der Führhand. Schelan wirkt jetzt nicht mehr so spritzig. Bewegt sich da wieder geschmeidig. Wird dann aber nochmal mit einer rechten getroffen. Gute Runde. Für Adel sollte in meinen Augen gereicht haben. Es bleibt spannend, aber er ist jetzt wieder am Drücker. Die Championship Rounds, die letzten 3 Runden in diesem Gefecht. Gamaoui müsste deutlich vorne liegen auf den Punktzetteln. Schelan hilft nur der Knockout. Und hier trifft er gut mit dem Aufwärtshaken. Er hat die Chancen, er hat die Treffer. Die Frage ist, hat er auch noch die Power jetzt? Nochmal so einen richtigen Schlag anzubringen. Es sieht im Moment nicht wirklich danach aus. Gamaoui wirkt wieder viel selbstsicherer und scheint sich den Kampf auch gut eingeteilt zu haben. Viel, viel Sparring gemacht, natürlich auf die 10 Runden trainiert. Er weiß genau, was auf ihn zukommt. Die Energie und die Struktur ausgerichtet auf die 10 Runden. Und da trifft er jetzt auch wieder gut. Mit der linken, mit der rechten. Solides Boxen jetzt wieder vom Fighter aus München.
Hallienweiler im verhältnismäßig ruhig. Merken auch, das ist vielleicht doch deutlich schwerer als gedacht hier, diese Hausaufgabe. Schönes Ambient hier in der Hochlandhalle. Alles aus Holz hier. Sehr klein, aber dafür komplett voll natürlich hier mit 600 Zuschauern. Ah, nochmal gute Treffer von Helga Maui, aber dann schöner Konter von Scheler. Da muss er aufpassen, ist da voll reingelaufen, diesen wilden Schwinger. Hat da Glück, dass der Afrikaner es auch nicht mehr schafft, nachzusetzen. Der wirkt jetzt auch deutlich am Limit, sage ich mal. Da müsste mehr kommen. Vom in Kapstadt geborenen Krieger. Der aber immer wieder einzeln trifft. Und das sind gute Treffer. Da jetzt auch wieder mit der rechten. Und jetzt wackelt Helga Maui. Er darf sich nicht auf diesen Schlagabtausch einlassen. Das ist richtig gefährlich, was er da macht. Er muss den Gegner technisch boxen. Sonst kann das hier nochmal eng werden. Zwei Runden haben wir noch. Hat sich Adel El Gamaoui komplett erholt, regeneriert. Am Ende wirkte er da leicht angenockt. Scheelan muss hier weiter Gas geben, wenn er diesen Kampf noch drehen will. Hat das da gut gemacht, aber es liegt nur an El Gamaoui, der sich nicht auf diese wilden Schlagabtäusche einlassen darf. Scheelan beginnt jetzt deutlich verhalten, erhebt sich das vielleicht für das Rundenende auf. Da ist ein bisschen Tape am Handschuh, wird jetzt abgeschnitten, kann mal passieren, natürlich ungünstig, aber wird natürlich alles nachgeholt. Wirkt auf mich so, als würde Scheelan das sich für die zweite Rundenhälfte aufheben, seine wilden Attacken. Die rechte Gerade, wer sein Schlag, den er jetzt braucht. Gamaoui macht das solide. Hält die Distanz, überstürzt nichts. Er muss auch wissen, dass er auf den Punktzetteln vorne liegt. Muss nicht in dieses Risiko gehen. Kommt zu wenig von Scheelan, das ist klar. Jetzt, spätestens jetzt muss er anfangen, hier nochmal die afrikanische Power auszupacken. Sonst ist hier kein Land in sich. Da war sie mal, die rechte. Schön drüber über die linke. Adel muss seine Defensive im Check halten. Ist da anfällig über seine eigene linke Führhand. 60 Sekunden noch. Ah, da ist sie wieder. Gute Rechte
von Scheland, aber der kann da nicht mehr nachsetzen. Mittlerweile sieht es so aus, als könnte er nicht mehr. Nicht als wollte er nicht mehr, sondern als könnte er nicht mehr. Trifft da immer wieder gut. Hat die besten Treffer wieder gehabt in der Runde. Aber setzt nicht nach. Und El Gamaoui muss nicht mehr machen. Macht das hier genau richtig in meinen Augen. Riskiert nicht viel. Boxt das runter. Könnte sich sogar die Runde noch gesichert haben, einfach weil er viel, viel mehr gemacht hat. Und von Scheland kommt einfach viel, viel zu wenig. Eine Runde haben wir noch. Wir gehen rein in die letzte Runde. Scheland muss jetzt alles auf eine Karte setzen, das weiß er auch. Aber El Gamaoui wirkt viel zu selbstsicher und klug, um sich hier nochmal auf irgendwas Gefährliches einzulassen. Scheland muss jetzt einfach gnadenlos angreifen. Schöner linker Haken. Also die klaren Treffer, sie sind beim Afrikaner in der zweiten Kampfhälfte. Hätte gerne mal die Rundenanweisung gehört von El Gamaoui, was sein Trainer Martin Abetisi an ihm da mitgegeben hat. Sieht so aus, als wäre die Anweisung gewesen, bring das Ding nach Hause. Und das versucht er hier. Wieder wilder Schwinger von Scheland. Aber jetzt boxt er das Ganze gut weg. ...80 Sekunden noch. Gute Führhand von Scheland. Also in der zweiten Kampfhälfte der Afrikaner durchaus mit Vorteilen. Die erste allerdings ganz klar vom Mann aus München bestimmt. Letzte Minute. Wieder gute Rechte von Scheland, aber er müsste nachsetzen. El Gamaoui macht zwar diese Spielchen, aber die sollte er sich hier sparen. Dazu hat er den Kampf zu wenig dominiert. War eine solide Vorstellung. Sollte für den Sieg reichen, aber er weiß auch, wenn er ganz oben angreifen will in der Weltspitze, dann muss er sich deutlich steigern. Und nichts anderes ist ja sein Ziel. Letzten 10 Sekunden. Dann ist der Kampf in den Geschichtsbüchern. Müsste gereicht haben, aber
Ich bin kein Punktrichter, wir warten gespannt auf das Urteil. Natürlich lassen sich beide als Sieger feiern, das ist so Usus. Am Ende wird es der Ringrichter gleich verkünden. Ich vermute aber Adel El Gamaoui vorne. Er hat von den ersten 5 Runden aus meiner Sicht 4 gewonnen. Hinten raus sicher auch nochmal 2, 3, sodass das gereicht haben sollte. Schöne Geste da, sich beim gegnerischen Team auch nochmal zu zeigen und Respekt zu zollen, auch das ist nicht mehr selbstverständlich, also auch Sportsmanship ist hier vorhanden und jetzt warten wir natürlich gespannt auf das Urteil, wer ist der neue IBO International Champion. Da ist er, das Objekt der Begierde. Gleich wissen wir es. Wer kriegt ihn? Adel El Gamaoui, also neuer IBO International Champion und WWF Weltmeister. Das Urteil 100-90 in meinen Augen viel, viel zu hoch. Die anderen beiden Urteile würde ich so mitgehen. 95-95, 96-94. Jetzt aber erstmal im Interview bei unserem Ringsprecher und dann gibt es gleich noch das Main Event mit Alexander Rigas. Also bleibt dran hier bei Fight 24. Als ich dich das erste Mal kämpfen sah, das war ja in München bei Rainer Brändlein, der übrigens auch hier in der Halle ist. Herzlich willkommen, Rainer Brändlein. Da war mir klar, dass mit dir was Großes reift. Heute hast du dir die vorläufige Krone aufgesetzt, denn es geht bestimmt noch weiter nach vorne. Du hast einen beherzten Kampf geliefert, in Runde 5 und 6 ein bisschen gewackelt. Aber dann hast du wieder das Heft vollkommen in die Hand genommen. Und ich denke, du kannst heute stolz sein auf dich und natürlich auf dein ganzes Team, was ihr geleistet habt. Bitte sag ein bisschen was dazu. Vielen, vielen Dank, dass du heute mal einen schönen Teil, wirklich schön reingekommen bist. Ein bisschen Weg gemacht hat. Vielen, vielen Dank dafür. Wirklich von ganzem Herzen. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Jetzt mein Gegner, auf jeden Fall großen Respekt. Ich meine, die Null wird fallen, entweder bei mir oder bei ihm. Ich bei ihm und er hat auf jeden Fall einen harten Kampf geliefert. Ich sehe mich da auch knapp vorne und sehe mich auch selber auf dem rechten Boden. Das Urteil ist immer, kann man immer streiten, aber
Adel, ganz große Gratulation an dich und dein Team. Ja, weiter. Du hast ja mitgezittert, am Ende hast du gewusst, wenn er nicht runterhält, dann heißt eigentlich der Sieger nur Adel. Wie siehst du den Kampf? Ja, auf jeden Fall. Also es war ein sehr, sehr, sehr starker Gegner. Gratulation auch an Bastian, sein Team. Der Junge ist gekommen, um zu fighten. Und das hat man gesehen, der hat heute ist kein Schritt zurückgegangen. Der hat hier versucht, das Maximum rauszuholen. Natürlich war Adel, hat er die klare Treffer für mich auch. 96, 94 finde ich ganz fair. Und ich denke, ja, jetzt auf jeden Fall Gratulation an Adel. Und jetzt unterstützen wir noch Alex, dass er auch noch den Titel holt und dass wir einen schönen Abend alle zusammen haben. Vielen herzlichen Dank. Danke, Martin. Mustafa. Ja, du hast mitgefiebert. Wie siehst du den Kampf? Keine Ahnung. Ich bin sprachlos. Einfach, es war hart, es war kein einfacher Kampf. Der Gegner top. Also Gegnerqualität ohne Ende. Ja, wir stehen im Kartell nach wie vor. Egal wie es ausgeht, egal was du dazu kommt. Wir stehen hinter ihm. Ja, wir freuen uns auf die nächsten Kämpfe. Erstes Ziel erreicht und jetzt schauen wir dann natürlich nochmal, wie es jetzt noch weitergeht. Machen wir ein schönes Foto vom Weltmeister und seinem Team.